Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Jurassic World Revelations. Ich bedanke mich natürlich, Inventar ist voll, aber wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Und da ist der übliche Frosch, wie immer. In den letzten Folgen haben wir uns mit Botania ein bisschen beschäftigt. Und ich glaube, das werde ich heute wieder erledigen. Werden erstmal. Eins vorweg, Testlight war wieder hier drauf. Darf er ja, ist ja in Ordnung. Sage ich ja nichts dagegen. Mein Inventar ist voll. Und er hat mir eben halt geschrieben, dass er mir eine neue Rüstung gebaut hat. Und er will sich demnächst um. Wie heißt der Mod? Mechanismen um die Reaktoren kümmern, genau sowas. Um die Mechanismenreaktor rennen. Irgendwie, jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das für welche sind. Bin ich ehrlich. Ich habe mich mit Mechanismen soweit noch nie beschäftigt. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Und ich glaube, ich werde dann auch mal dabei sein, wenn er es macht. Also das würde mich ja doch schon interessieren. Stimmt, für das Laboratorium braucht man ja Erde. Ach nee, Dirt. Genau. Weil die, ja was, wie heißt das hier? Der Humus, der wird eben halt zu Sand und seht ihr ja selber. Muss eben halt immer wieder ausgetauscht werden. Von daher, sollte aber kein Problem darstellen. So, Setzlinge haben wir da drin genug? Ja. Gut, also die Farm läuft auch, sogar sehr gut, würde ich sagen. Sand bringt sie freiwillig mit, beziehungsweise automatisch mit. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und wie schon gesagt, heute werden wir uns eben halt mal ein bisschen weiter um Botania, beziehungsweise mit Botania beschäftigen. Weil ist schon ein interessanter Mod. Ich muss sagen, die Aufnahme, die ist jetzt relativ spät. Eigentlich früh am Tag, aber eben halt spät. In dem Sinne. Zum Hochladen, so meinte ich das. Deswegen kann das sein, dass die Folge ein bisschen später hochgeht als üblich. Aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Weil ich war heute noch mit dem Kumpel in der Pilze. Und ich muss sagen, war ja doch recht interessant. Gefunden haben wir zwar keine, aber noch was aus. Es ist der Gedanke, der zählt. Es ist meistens immer der Gedanke, der zählt. Deswegen suchen wir uns jetzt mal unser Botania-Buch raus. Da ist es. Und gucken uns jetzt mal weiter um. So, ich glaube, der rote Pfeil ist weg. Jo, ich glaube, hier war das irgendwie. Hier sind wir angekommen, eben halt bei den Wands. Mögen wir uns noch so einbasteln. Und ich hoffe, ich habe alles. Mystical Shards irgendwie. Shards? Nee. Nehmen wir mal die hier. Ne, da haben wir noch zwei Weiße. So, darum kümmern wir uns später. Ich wollte eben halt. Was bist denn du? Oh. Ach, man braucht drei von den Dingern. Okay. Wie machte man die klar noch immer? Tischlet hatte zwar geschrieben, dass er für mich eine neue Rüstung hat, aber sehen tue ich die nicht. Egal. Okay. Egal. Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Sticks. Wie macht man die klar nochmal? Och, nö. Mit Living Wood übereinander. Gut. Living Wood haben wir hier. Genau. Zack, zack und zack. Wie schon gesagt, dass der Mod ist für mich selbst komplett neu. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen noch ein paar Fehler mache. Aber dafür bin ich ja da, dass ich Fehler mache. Ne? So, illustrige Unterhaltung. So, das haben wir jetzt immer. Wand of the Forest. Was kann man jetzt damit machen? Mode. Ah, ich glaube, das ist der für. Ist das nicht der Stab für die Mana-Dinger? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wo ist jetzt mein Backpack hin? Hä? Ich bin, sorry, wie schon gesagt, ich bin ja gerade ein bisschen maximal verwirrt, weil Teschlet eben halt nochmal drauf war und ich weiß nicht, was er gemacht hat. Deswegen werde ich dann auch mal gucken, wo mein Backpack ist. Ich weiß, wir hatten es getauscht gehabt. Nö, nicht drinne. Merkwürdig. Egal. Das soll mich jetzt erstmal nie interessieren. Frage ich dann später Teschleit nach, wo das ist. Von daher, nulle Probleme. Jetzt habe ich die Daisy gefällt. Ups, ups. Ja. Ja. Ach so, ich wollte eigentlich mal gucken wegen dem Texturenpaket. Stimmt. Wollte ich eigentlich auch mal machen, weil ich glaube, meine Grafikkarte dürfte das jetzt hinkriegen. Die Texturen eben halt so zu machen, wie wir sie haben wollen. Ohne dass es groß leckt und ohne dass ich groß Frame-Einbrüche haben sollte. Wand of the Forest. Das Wand, me by Effect. Ach so, na gut. Wie schon gesagt, ich habe echt keine Peilung, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Black Lotus. Die haben wir, glaube ich, sogar. Eine Black Lotus haben wir. Ich bin mir jetzt bloß nicht hundertprozentig sicher, wo die rumschwirrt. Da ist er. Vierer haben wir sogar. Not bad. Das weiß ich, dass wir die da haben. Gut. Flower Pouch. Ich glaube, die werden wir jetzt als nächstes machen. Mit Wolle haben wir ja genug da. Und von so einem Mystical Shard. Weil Wolle haben wir ja hier eine kleine Schafsfarm gehabt. Von daher sollte das eigentlich schon kein Problem sein. Achso, ich muss ja craften.
Hier ist es halt frei. Ja, wir haben ein bisschen was, könnte mehr sein. Und ja, nur blau. So, 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 so. Ich habe schon gesagt, das ist toll. Das ist eigentlich alles bloß ein bisschen Trial and Error. Terra Steel ist a complex magical alloy infused with a great amount of mana. Ja. Mana-Manipulation. Mana-Pool. Genau das Ding brauchen wir jetzt, glaube ich, als nächstes. Genau. Ich glaube sogar eins oder zwei. Ich baue mir mal ein. Oder ich baue uns mal ein. Und dann gucken wir eben halt mal weiter. Scheiß Trial and Error bei mir. Das ist gerade ein bisschen kontraproduktiv, dass ich von dem Mod null Plan habe. Mana-Spreeder. Hold the one of the forest. The mana spreader has a small total buff of mana. Okay. Das Rezept brauche ich. Living Wood. Und Gold. Ne, das dürfte man eigentlich alles da haben. Living Wood. 1, 3, 3, Gold. Okay, haben ein bisschen was da. Und dich. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war oder nicht. Aber passt schon. Ich werde mal demnächst, weil ich nehme an, dass ich halt auch mal mit Teschlet mal wieder aufnehme. Weil waren jetzt doch ein paar Tage ohne ihn. Und okay. Und da kann er mir eben halt auch ein bisschen unter die Arme greifen. Und dann greife ich ihn eben halt unter die Arme mit seinem Mechanismenreaktor. Mal schauen, was dabei rauskommt. So. Wir werden uns definitiv noch einen Platz suchen, wo wir die Dinger aufstellen. Und wir das am besten machen. Ich habe es bloß noch stumpf in Erinnerung, dass man das irgendwie. So machen muss. Ich glaube, das war zu weit unten. Mal gucken. Hoch. So. So. Okay. Eine Axt. Na, logisch. Besteht alles aus Holz. Hier wollten wir den hinstellen, ne? Ist ein bisschen. Nicht gerade so einfach, die Dinger da zum Zielen. Aber irgendwie kriegt man das halt noch hin.
Ich glaube, jetzt haben wir es. Jo, müsste ungefähr klappen. Ich muss dann später nochmal gucken, wie man das eben halt macht, dass es schneller geht. Aber ich würde sagen, das war's erstmal wieder für die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Wenn es euch denn gefallen hat, ich würde mich auch sehr, sehr, sehr gern ein bisschen um Feedback freuen oder über Feedback freuen. Ihr wisst, was ich meine. Und mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei Jurassic World. Bis dahin sage ich viel Spaß beim Gucken. Noch einen angenehmen Tag. Bis dahin. Tschüssen.